Sonntag, 16. September. In der Ankunftshalle warten Erzpriester Sokrates Ntalis und sein Sohn auf einige Fluggäste. Vater Sokrates ist Geistlicher der griechisch-orthodoxen Metropolie in Bonn-Beuel und zugleich deren Gemeindepfarrer. Unter den Passagieren der Kirchenmaler Christofanis Roussinas aus dem griechischen Thessaloniki mit Frau und Tochter Andromache sowie drei Mitarbeitern aus seiner Werkstatt. Mit dem Gepäck haben sie große Leinwandstücke, auf die Vater Sokrates lange gewartet hat. Sie sollen in Kürze die griechisch-orthodoxe Metropolie schmücken. Diese Kathedrale ist für die Griechen im Rheinland und in ganz Deutschland von zentraler Bedeutung. Bereits am nächsten Morgen beginnt die Arbeit in der Kirche. Seit einigen Tagen schon steht das Gerüst. Der Untergrund der unverzierten Wandflächen ist präpariert. Zur Gruppe ist noch Jorgos gestoßen, der in München Kunst studiert. Vater Sokrates segnet als erstes Leinwände und Künstler. Fanis Voutsinas begann Ende der 1970er Jahre, die Kirche in 6 Abschnitten auszumalen. Während er die Kuppel 9 Monate lang direkt vor Ort verzierte, fertigte er die anderen Wandgemälde im heimischen Thessaloniki an. Auch die letzten Leinwände, die er nun anbringen will, hat er dort vorbereitet. Sie sind von unterschiedlicher Größe, bis hin zu 3 auf 6,5 Meter. Allerdings fehlen noch einige Gesichter von Heiligen. Fanis Voutsinas und seine Tochter Andromache werden sie im Laufe der beiden nächsten Wochen vollenden. Wandmalereien und Ikonen haben in den orthodoxen Kirchen einen hohen Stellenwert. Er geht weit über die rein künstlerische Gestaltung hinaus. Das Bild stellt nicht dar, es vergegenwärtigt und bedeutet. Das heißt, selbst wenn es eine Handlung zeigt, so hat diese keinen historisch-erzählerischen Wert. Das Wort erstarrt. Äußeres Kennzeichen dieser Erstarrung ist die flächige Darstellung. Personen werden fast ausschließlich mit dem Gesicht nach vorne gezeigt und nicht im Profil. Nur so kann der Betrachter die Augen und damit den Blick erkennen, dem in der byzantinischen Kunst eine besondere Bedeutung zukommt. Orthodoxe Kirchenmaler müssen eine besondere Ausbildung durchlaufen und staatlich zugelassen sein. Nur wenn sie diese Zulassung haben, dürfen sie auch die Gesichter der Heiligen malen. Neben Fanis Voutsinas sind auch seine beiden Töchter, Andromache und Eleni, autorisierte Künstlerinnen. Der Vater über sich und seine Töchter. Ich war Schüler des unvergesslichen Pantelis Panopoulos, Hagiograph und Maler in Thessaloniki. Ich habe bei ihm seit meinem 13. Lebensjahr gelebt. So kam es dann auch, dass unsere Kinder in den Werkstätten groß geworden sind. Das ist sicherlich der Grund, warum sie diese Kunst lieben lernten und in diese eingeweiht sind. Unser ganzes Leben wurde danach ausgerichtet. Die Hingabe zum kirchlichen Leben und zur Kunst führte bei unseren Kindern dazu, diesen Beruf zu erlernen und auszuüben. Die Leinwände werden zunächst nur provisorisch auf die Wand genagelt. Immer wieder kontrolliert Fanis Voutsinas von unten, ob sie gerade hängen und ob die Übergänge genau übereinander liegen. Erst dann können die Mitarbeiter den Textilkleber auf die Wand auftragen und die Leinwand glatt streichen. Vorherrschende Farben in der makedonischen Schule sind Gold und vor allem Blau. Vater Sokrates über die Bedeutung der Metropolie in Bonn-Beuel für die orthodoxe Kirche. Metropolie ist ein Verwaltungsbegriff. Das heißt, die griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland ist ein Verwaltungsbereich der orthodoxen, der gesamtorthodoxen Kirche. Und das ist zu vergleichen mit einer Diözese in der katholischen Kirche, denn die Struktur ist die gleiche. Die griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland beinhaltet etwa
kann man sagen, mehr als 450.000 Mitglieder. Die gesamte orthodoxe Kirche sicher ist es viel mehr, mit Orthodoxen aus anderen Nationalitäten. Die griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland also, betreut hauptsächlich die orthodoxen griechische Abstammung. Hier ist, in diesem Hause, ist die Zentralverwaltung für die gesamte orthodoxe Kirche in Deutschland. Und hier ist der Sitz, also der Residenz des Erzbischofs, des Metropoliten. Und hier diese Kirche ist eine Bischofskirche gleichzeitig und Gemeindekirche, also das heißt eine Kathedrale. In allen Religionen ist das Gotteshaus nicht nur ein Gebäude, sondern vor allem Ort der Einkehr in eine andere geistige Dimension. Das Gotteshaus ist in der Stellung der gesamten Schöpfung, der gesamte Kosmos. Und dieser Kosmos heißt es, das Leben, Gott und Schöpfung, gemeinsam, nicht getrennt. Und eine orthodoxe Kirche, die Aufgabe ist es auch das, sicher, zunächst die sakrale Aufgabe, Gottesdienst, das Mysterium. Und gerade diese Kirche also, ist nicht nur von Griechen beliebt, sondern auch von anderen Orthodoxen, aber auch von vielen Deutschen. Nicht nur orthodoxen Deutschen, sondern auch katholischen und evangelischen. Und ich meine und ich glaube, hier finden viele Leute, auch Deutschen, eine gute Zuflucht für das Gebet. Vasili, ξαναδες λίγο τα μέτρα αριστερά δεξιά να υπολογίσουμε το ενδιάμεσο. Für die orthodoxe Kirche von großer Bedeutung ist dieser Ausdruck des Erlebens des Mysteriums. Das heißt, dass der Mensch lebt in diesem Kosmos, in dieser Schöpfung und trägt auch Verantwortung dafür, sicher. Aber er muss auch die Kräfte dafür haben, diese Verantwortung zu tragen. Das heißt, erstmal muss man erleben. Und dieses Erleben kommt durch die Begegnung des Menschen heute oder morgen oder gestern mit dieser geistlichen Welt und mit Gott selbst. Das ist der Schwerpunkt und die Bedeutung der Malerei, also der Ausstattung einer orthodoxen Kirche zunächst sicher. Und sicher, die Geschichte hier aufgrund und Basis dieser Überlegung und dieser Wert von der orthodoxen Kirche haben wir versucht, auch die Ausmalung hier anzufertigen. Wir haben angefangen, kurz nach dem Bau dieser Kirche, mit der Malerei. Das war nicht einfach, also alles auf einmal anzufertigen. Es hat 23 Jahre gedauert, aber wir sind jetzt am Ende dieser großen Aufgabe der Malerei. Außerhalb Griechenlands ist es sehr selten, dass ein Künstler mit seiner Werkstatt eine Kirche komplett ausmalt. Die Metropolie in Bonn-Beuel ist nach über 100 Jahren wieder das erste Gotteshaus, in dem dies der Fall sein wird. In dieser Atmosphäre, in der Kirche, durch die Malerei, durch die heiligen Bilder, jeder Mensch fühlt sich wie zu Hause. Jeder Mensch sucht einen Begleiter, sucht Gesellschaft. Und im Geist sicher hier kann man eine sehr, sehr gute Gesellschaft finden, im Sinne Begegnung mit den Heiligen. Το έργο αυτό που τώρα τοποθετούμε και δουλεύουμε
Wir haben über mehrere Monate, ja fast über ein Jahr hinweg dieses Werk erarbeitet. Ich meine, dass bisher alle Beteiligten sich stark damit identifiziert haben. Meine Töchter Eleni und Andromachi, sowie die jungen Panayotis, Liris, Vasilii, Alexandros und viele andere. Wir stehen nun kurz vor dem Ende und werden Ihnen bald das Werk zur freudigen Betrachtung präsentieren. Fanis Voutsinas hat schon viele griechisch-orthodoxe Gotteshäuser ausgemalt, unter anderem die Metropolie in Thessaloniki oder Kirchen in Deutschland, Köln, München, Dortmund, Hannover, Aachen. In allen Ausmalungen spielen die Augen eine besondere Rolle. Das Auge ist im theologischen Verständnis mehr als nur ein Sinnesorgan. Das Auge ist das Fenster für die unsichtbare Welt. Sicher, selbst das Bild, selbst die Darstellung, der Hintergrund eines Bildes und so weiter haben eine ähnliche Bedeutung. Ein Bild kommt von der Unendlichkeit her. Aber durch den Ausdruck des Auges eines Heiligen, man geht über diese Unendlichkeit. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Die Künstler verwenden traditionell natürliche Farben, denen sie Ingredienzien wie gemahlene Erde, Pflanzen, Essig und Eier beimischen. Diese lichten Farben und die dargestellten Inhalte beeinflussen die Geisteshaltung der Gläubigen. Dies gilt gleichermaßen für die Wandmalerei wie für die Ikonen. Was die einzelnen grundlegenden Unterschiede angeht, ist zuerst die Betrachtung der Dimension zu erwähnen. Naturgemäß bietet die Wand andere Entwicklungsmöglichkeiten für diese Thematik, sowohl aus künstlerischer Sicht als auch seitens der freien Pinselstrichführung. Die Themen und die Materialien sind selbstverständlich fast identisch. Wir arbeiten mit traditionellem Material, beispielsweise Erde und Klebstoff. Die Besonderheit bei der Wandmalerei liegt vielleicht in der Annäherung des Gläubigen, wenn er bei der Betrachtung des gelungenen Heiligenbildes Begeisterung spürt und ein Gefühl der Ergriffenheit und der Hingabe während des Gottesdienstes empfindet. Die kleine Bonner Gemeinde hat über fast 2,5 Jahrzehnte hinweg die Ausmalung durch Spenden finanziert. So kann sich jeder Spender mitbeteiligt fühlen an der Entstehung des Gesamtkunstwerks. Andererseits bestehen auch enge Verbindungen zum religiösen Leben in Bonn. An prominenter Stelle in den Wandgemälden haben sich Cassius und Florentius eingefunden, die beiden Bonner Stadtpatrone. Ich lebe seit 26 Jahren in Bonn. Ich fühle mich wie ein Bonner. Und ich habe öfters erlebt, auch manche Erzählungen gehört, dass die zwei Heiligen, Cassius und Florentius, die Patronheiligen für Bonn sind. Und ich fühle mich auch verpflichtet gegenüber dieser Heiligen, weil ich lebe in dieser Stadt und ich bete auch an diese Heilige. Außerdem, diese zwei Heilige sind gemeinsame Heilige und nicht nur westliche. Und durch die Anbringung von diesen Bildern hier, dessen Bilder, unsere Absicht war die Verbindung der zwei Konfessionen. Wir sind hier in Deutschland und nicht in Griechenland. Die Kirche bleibt als solche ohne eine Verletzung der Bilderordnung. Wir haben versucht, hier nicht nur bekannte, allein orthodoxen Heiligen aufzubringen, sondern auch gemeinsame Heiligen. Denn wir wollten durch diese Gelegenheit diese Einzelheit betonen, nämlich die Gemeinsamkeit der Christen. Und zwar
die gemeinsame Wurzel und die gemeinsame Heiligen, Ost und West. Fast alle Leinwände sind nun aufgeklebt, die fehlenden Gesichter fertiggestellt. Rund 2 Wochen haben die Künstler an ihrem Werk gearbeitet. Die Ausmalung ist vollendet. Die Schriftrolle hält in kurzen Worten Anlass und Namen der Beteiligten fest. Metropolit Augustinos, Vater Sokrates und Christophanes Voutsinas mit den beiden Töchtern. Zentrales Thema der westlichen Wand ist die Keumesis, also der Tod Marias und ihre Aufnahme in den Himmel. Umringt von den Aposteln liegt sie auf dem Sterbebett. Inzwischen trägt Christus, so die orthodoxe Vorstellung, ihre Seele hinauf zu den Pforten des Himmels. Zwei Monate später. In einem Dankgottesdienst übergibt der Metropolit Augustinos die fertige Ausmalung den Bonnerinnen und Bonnern als Geschenk. Apsis und Kirchenraum erstrahlen im Lichterglanz. Das von oben kommende Licht symbolisiert die Erleuchtung der Gläubigen und die Barmherzigkeit Gottes. Fanis Voutsinas ist mit Frau und Tochter Andromache zur feierlichen Einweihung nach Bonn-Beuel gekommen. Gemeinsam mit seinen Töchtern und den anderen Mitarbeitern hat er ein Werk geschaffen, das mehr verdeutlicht als die künstlerische Umsetzung von Glaubensinhalten. Die Einbeziehung der Bonner Stadtheiligen in den Bilderkanon steht als Sinnbild für eine gelebte Integration. Sie geht ganz selbstverständlich mit rheinischen Elementen um, ohne die eigene kulturelle und religiöse Herkunft zu verleugnen. Wir bitten auch für unseren Erzbischof Augustinus. Geistliche Würdenträger der 3 großen christlichen Konfessionen beschäftigen sich mit der Rolle der Bilder im interkonfessionellen Vergleich. Als Hausherr Metropolit Augustinos, Präses Koch und Kardinal Lehmann. Das Bild hat in der Orthodoxie eine ganz besondere Bedeutung. Freilich zeigt auch der Bilderstreit, dass man immer auch wusste, dass wir uns und Gott kein Bild machen sollten. Schon gar nicht irgendein Götzenbild oder ein Idol. Jedenfalls ist eine orthodoxe Kirche ohne Bilder, das heißt ganz besonders ohne Ikonen, undenkbar. Dabei spielt eine große Rolle, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen wurde, im Besonderen auch die Menschwerdung des Wortes Gottes in Jesus Christus, dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Verehrung gilt niemals dem Bild als solch, sondern immer der dargestellten Person, am allermeisten dem dreieinen Gott. Die Ikone zeigt uns mehr die Stetigkeit des Bildes
befreit die Bilder von diesem Sog und Strudel unaufhörlichen Verschwindens und Wandelns. Der Umgang mit dem Bild ist in unseren Kirchen recht unterschiedlich. Und doch haben die unterschiedlichen Traditionen, die bildlichen Darstellungen biblischer Personen, biblischer Szenen und Symbole die jeweils andere Tradition auch geprägt. Obwohl also in den evangelischen Bildwerken teilweise dieselben Inhalte zur Sprache, besser zur Anschauung kommen, ist doch der Akzent deutlich unterschieden. In der orthodoxen Kirche, in der orthodoxen Ikone, im Fresko, im Mosaik liegt der Akzent stärker auf der Überzeitlichkeit des Darstellens. Möge diese Kirche in dieser Gestalt nun ein Segen sein für alle, die in sie eingehen. Es ist schön, dass es gelungen ist, dieses Kirchengebäude nach Art und Weise der orthodoxen Kirche auszumalen. Es ist ja nicht nur im ökumenischen Kontext wichtig, sozusagen ein Anschauungsobjekt byzantinischer Kunst aus der Hand des bedeutenden Malers Christofanis Vucinas aus Thessaloniki hier in Bonn zu besitzen. Nein, auch für unsere eigenen Gläubigen ist die Ausmalung der Kirche eine ständige Quelle der Auseinandersetzung mit der Heilsgeschichte und der Lehre der Kirche. So ist die Ausmalung einer Kirche Darstellung und Auftrag zugleich, Bericht und Aufforderung, gemalter Zuspruch und Auftrag zur Mission, zur Liturgie nach der Liturgie. Sie werden bei Ihrer Besichtigung der Ausmalung feststellen, die Bundesstadt Bonn hat eine neue Sehenswürdigkeit erhalten, auf die Sie, lassen Sie es mich so sagen, durchaus stolz sein kann. Dass dies ein Ergebnis des Wirkens unserer kleinen orthodoxen Gemeinde an diesem Ort ist, belegt meines Erachtens die gelungene Integration unserer Gläubigen in Bonn, ebenso wie in anderen Städten. Es gilt also auch hier der Satz, aus Fremden werden Mitbürger. Der Ikonenmaler hofft, dass er mit der Nachbildung der heiligen Geschichte zur geistlichen Erbauung der Gemeinde auf Christus hin beiträgt. Unser Werk in der Kathedrale zu Bonn möge nicht nur der orthodoxen Kirchengemeinde dienen, sondern auch für die deutsche Gesellschaft von Bedeutung sein und zur Stärkung und Intensivierung des Dialogs zwischen den christlichen Kirchen und den Kulturen beitragen, in einer Zeit weltweiter Gleichmacherei und Vereinheitlichung. Ihnen allen wünschen wir geistliche Erhebung und Freude durch dieses Werk und Gottes reichen Segen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nach dem Dankgottesdienst strömen die Gäste in den Gemeindesaal. Beim zwanglosen Stehempfang gibt es für die Gäste verschiedenster Herkunft Gelegenheit zum intensiven Dialog.
Immer wieder im Mittelpunkt des Interesses Fanis Voutsinas und Andromache. Unterdessen erläutert Vater Sokrates in der Kirche Zusammenhänge und einzelne Bilder. Das Bild ist das Fenster zwischen Himmel und Erde. Hier muss man auch nicht differenzieren zwischen orthodox, katholisch und evangelisch. Sondern alle Getauften werden betrachtet mit der Sicht als Mitglieder der Gemeinde Christi. Wenn man hier ältere Bilder betrachtet, gemeinsame Heilige, gemeinsame Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite heilige Frauen mit Namen, wie zum Beispiel die heilige Irini, Frieden, Frieden für die Welt. Hat ja eine Ähnlichkeit mit den Russen. Im Kern sind das drei Künstler und ein Team. Ein Team, natürlich. Das ist der Vater, die zwei Mädchen, die Andromache und die Helena, ja, ja. Und noch 10 Leute. Und 10 Leute. Ist nicht das große Haus in Mechelen. Ach so. Er hat sie gemalt und dann wollten wir ihn diese Schule. Ja. Die Metropolie gilt als Zentrum griechischen Geisteslebens in Deutschland. Die Präsenz unserer Mitbürger und ihr integratives Handeln auch im Alltag bedeuten gleichzeitig eine Bereicherung der rheinischen Kulturlandschaft. So kann diese Ausmalung des Gotteshauses verstanden werden als Brücke zwischen Menschen, Religionen und Kulturen. Ja.